Hallo und herzlich willkommen bei Odo TV. In meinem letzten Taschenlampenfilm hatte ich euch eine Taschenlampe vorgestellt, die 1800 Lumen bietet und über 100 Euro gekostet hat. Eine solche lichtstarke Taschenlampe braucht aber nicht unbedingt jeder. Vielen reicht schon deutlich weniger Licht. So etwa 45 Lumen zum Beispiel reichen aus, um einen Raum von 15 bis 20 Quadratmetern so zu erhellen, dass man darin auch etwas machen kann. Und Taschenlampen, die 45 Lumen bieten, die müssen gar nicht mal groß sein. In meiner linken Hand hier zum Beispiel habe ich zum Beispiel gleich zwei Taschenlampen, die 45 Lumen bieten. Glaubt ihr nicht, ist aber so, zeige ich euch. Hier, das ist die Nightcore Tube und die bietet 45 Lumen und das bei dieser geringen Größe. Und genau diese Taschenlampe, die stelle ich euch heute einmal genauer vor. Wie immer werfen wir zunächst einmal einen Blick auf den Lieferumfang. Darin enthalten ist natürlich die Nightcore Tube selber. Dann gibt es einen kleinen Schlüsselbundring und einen großen Schlüsselbundring sowie die Verpackung, die gleichzeitig hier hinten die Bedienungsanleitung enthält. Die Länge der Taschenlampe liegt bei 5,6 cm, die Breite bei genau 2 cm und sie hat eine Höhe von 0,8 cm. Das Gewicht der Nightcore Tube liegt bei nur 9 Gramm inklusive einem Akku wohlgemerkt. Apropos Akku, diesen muss man sich nicht zusätzlich kaufen, denn er ist in der Lampe schon eingebaut. Hier sitzt ein kleiner fest verbauter Lithium-Ionen-Akku. Vor dem Lithium-Ionen-Akku sitzt dann eine elektronische Regelung, die für eine konstante Lichtleistung sorgt und hier ist auch ein einfacher Taster verbaut. Davor sitzt dann schließlich die LED. An der Seite sitzt dann hier noch der USB-Anschluss hinter so einer kleinen Gummiabdeckung und da kann man dann ein Kabel reinstecken, um den internen Akku per USB zu laden. Zum Laden der Nightcore greift man am besten einfach auf ein bereits vorhandenes USB-Kabel, etwa von einem Smartphone oder von einem Tablet zurück. Die Nightcore übersteht Stürze aus 1,50 Meter Höhe und ist so gut spritzwassergeschützt, dass sie auch problemlos im Regen verwendet werden kann. Kommen wir nun zur Beleuchtung. Die Nightcore besitzt zwei Modi. Im Modus Low bietet sie einen Lumen Licht und hält in diesem Modus etwa 48 Stunden lang durch. Der zweite Modus ist der Modus High. Dieser bietet 45 Lumen und eine Leuchtdauer von etwa einer Stunde. Darüber hinaus besitzt die Nightcore die Möglichkeit, die Lichtleistung flexibel auf einen Wert zwischen einem Lumen und 45 Lumen einzustellen. Und die Leuchtdauer in diesem Modus, die ist dann natürlich auch entsprechend irgendein Wert zwischen einer Stunde und 48 Stunden im Maximum. Um euch auch mal ein Praxisbeispiel zu geben, bin ich hier in meine Küche gegangen und ihr seht hier jetzt die 45 Lumen und ihr seht auch, dass das hier den Raum ganz gut ausleuchtet. Die Entfernung hier zur hinteren Wand ist etwa 2,5 Meter und da kann man schon den Raum mit diesen 45 Lumen eigentlich sehr gut nutzen. Gehen wir abschließend noch auf die Bedienung ein. An der Oberseite befindet sich, wie gesagt, ein Taster, der zum Ein- und Ausschalten sowie zum Modiwechsel dient. Wird der Taster einmal kurz gedrückt, so geht die Lampe im niedrigsten Modus an. Ein weiteres kurzes Drücken schaltet sie wieder aus. Ein Doppelklick auf den Taster startet den hellsten Modus mit den 45 Lumen. Auch hier reicht ein einfaches Klicken, um diesen Modus wieder zu verlassen. Dann gibt es noch zwei Sondermodi. Zum einen kann man den Taster gedrückt halten, dann startet die Lampe nach einer Sekunde ein Dauerlicht mit 45 Lumen und sobald man den Taster wieder loslässt, dann geht auch das Licht aus. Die zweite Funktion, das ist diese Dimmstufen. Dazu muss man die Lampe erstmal im niedrigsten Modus einschalten und dann nochmal den Taster gedrückt halten. Und dann kommt man hier in diesen Dimmmodus, wo die Lampe der Reihe nach die verschiedenen Helligkeitsstufen durchgeht und hier dann einfach in dem Modus loslassen, den man gerne haben möchte.
Die Tube ist weder Tailstand noch Headstand fähig, dafür aber verhindert zumindest die Form ein Wegrollen auf unebenen Flächen. An der Rückseite besitzt die Nightcore dann noch eine Öse, an der die mitgelieferten Schlüsselbundringe befestigt werden können. Kommen wir abschließend noch zu einem Fazit hier für die Nightcore Tube. Mir hat die Lampe sehr, sehr gut gefallen und das liegt an verschiedenen Sachen. Zum einen ist sie super klein und super leicht, das heißt, man kann sie problemlos überall hin mitnehmen, jeden Tag mit sich rumtragen, ohne dass sie irgendwie zur Belastung wird, wie das bei größeren oder schwereren Lampen ja der Fall ist. Darüber hinaus bietet sie mit 45 Lumen wirklich mehr als genug Licht für die meisten kleineren Alltagsaufgaben. Ihr habt es gesehen, mal so einen Raum erhellen, Schlüsselloch suchen, runtergehen in den Keller, Sicherung wechseln etc. Also für die meisten Alltagsaufgaben reicht das vollkommen aus. Ja, zu guter Letzt hat sie hier so einen Lithium-Akku mit drin schon. Man muss also nichts mehr zusätzlich kaufen und aufgrund der geringen Selbstentladung kann man die auch problemlos zum Beispiel hier in so ein Survival-Pack oder sowas mit reinlegen und dann einfach darin liegen lassen, ohne dass die auch nach ein paar Monaten schon komplett leer sind. Apropos aufladen, ganz toll übrigens auch, dass man die hier mit einem USB-Kabel einfach aufladen kann. Hier so ein Ladegerät mit USB-Kabel, das hat man ja zum Beispiel unterwegs meistens sowieso dabei oder auch als Ladegerät im Auto, um sein Handy dran anzuklemmen. Und da kann man eben auch die Lampe dann, wenn man es denn möchte, dranhängen, ohne was zusätzlich mitzunehmen oder ohne zusätzliche Akkus einzustecken oder sowas. Also eine ganz, ganz tolle Sache. Von mir, von meiner Seite her aus eine klare Empfehlung. Jetzt wollt ihr natürlich noch wissen, wo bekommt ihr die Lampe? Ich habe die gekauft hier bei Amazon und die gibt es in 5 verschiedenen Farben. Blau und Schwarz habt ihr schon gesehen. Es gibt noch darüber hinaus noch Pink, Oliv und Transparent. Also für jeden was dabei. Und die kosten so ja je nach Farbe zwischen 12 und 14 Euro. Also auch nicht so unbedingt die Welt. Ja, also von meiner Seite aus her klare Empfehlung für die Nightcore Tube. Kauft sie euch, wenn ihr so eine kleine Lampe haben wollt. Wirklich ganz, ganz toll. Das war's mal wieder von mir. Ich hoffe, mein Film, der hat euch gefallen und konnte euch so ein bisschen helfen. Falls ja, dann freue ich mich natürlich über einen netten Kommentar hier unter dem Film. Eine positive Bewertung, empfehlt mich weiter und abonniert mich hier auf YouTube und auch auf Facebook. Dann werdet ihr immer über die neuesten Filme von mir informiert. Wenn ihr noch weitere Fragen haben solltet hier zur Nightcore Tube, zu anderen Taschenlampen oder auch zu sonstiger Ausrüstung, dann schaut in jedem Fall in meinem Forum vorbei unter www.gearforum.de.